Ende. Komm, zieh ihn bis zum Ende. Aber erstmal nochmal fühlen. Ja, man sieht's. Zwei Johnnies, ein etwas neuerer auf der anderen Bahn und hier ein 47,55. Da kann man mal sehen, da sind ungefähr 20 Jahre Bauzeit zwischen diesen beiden Schleppern. Wie sie früher aussahen, wie sie heute aussahen. Oder wie sie heute aussehen. Mit seinem Fan außer Rand und Band unterwegs. Richtig gute Auftritte hier beim Pulling in Beringen. Der 7, der 820 von Henrik Eggers gewinnt die 7,5 Tonnen Standardklasse. Und damit wird jetzt am Eliminator die 9-Tonnen-Klasse vorbereitet. 9-Tonnen-Klasse in Vorbereitung vor dem Eliminator. Das war ein Fehler. Ja. Ah, ah. Doch, der Bühne noch. Trekker-Track, Endspurt im Wettkampf am Samstagabend. 14-Tonnen-Klasse, danach haben wir ja auf der Bahn 1 eigentlich nur noch so ein ganz paar Traktoren über 14 Tonnen. Das Ganze wird ziemlich parallel zu Ende gehen mit der 9-Tonnen-Bahn. Das sind also sozusagen auf beiden Bahnen hier die letzten Bulls des Tages. Bevor es dann endlich ins Festzelt übergeht und wir die Musikanlage anschmeißen werden. Und dann natürlich hier in ganz Berlin zu hören sein werden, da sind wir überzeugt von. Da werden sicherlich die einzelnen Fahrer aus dem Fahrerlager auch dort auf die Zeltbeete.